Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Lufia 2, Rise of the Sinistrals, und wir werden direkt in eine Cutscene geballert. Oh mein Gott, ich kann mich gar nicht hier drauf vorbereiten. Wer bist du? Hä? Da wird irgendjemand gerade heftig vermöbelt. Ach du Scheiße, wer ist das? Ihr fühlt euch wohl sehr stark, ihr Waschlappen. Hey, was ist das? Was geht ab? Wer seid ihr? Was bildet ihr euch ein? Mann, das sind aber viele Fragen. Du bist also der stärkste Krieger dieses Schlosses. Der Oberwaschlappen? Freundchen, ich bin der stärkste Krieger der ganzen großen Welt. Witzig, witzig. Mein Name ist Idura? Idura? Idiot wahrscheinlich. Nennen wir ihn. Mein Name ist Idiot. Ein gewisser jemand hat mich geschickt. Wer? Schon wieder solche Fragen. Du akzeptierst Befehle von Leuten ohne Namen? Komm zur Sache. Unwissender. Ich ziehe es vor, seinen Namen nicht zu nennen. Oh Gott, ich mag den jetzt schon nicht. Genug gequatscht. Warum bist du aus deinem Loch gekrochen? Du hast eine recht lange Leitung. Okay. Jetzt zum Mitschreiben. Ich bin hier, um zu zerstören. Ja, das würde ich auch sagen. Du hast wohl zu heiß gebadet, oder? Dieses Königreich willst du zerstören? Mit deinen Babymonstern? Du beliebst zu scherzen. Du spielst mit deinem Leben. Auf ihn mit Gebrüll, meine Freunde. Packt ihn! Okay, die Monster sehen wirklich echt cool aus. Du Unglückswurm, du hast einen Fehler begangen. Ihr Monster, was ist mit euch los? Macht ihn fertig! Worte sind Schall und Rauch. Zeige deine wahre Stärke. Hä? Hier bin ich. Jetzt geht die Party richtig los. Holy shit! Was war denn das? Was hat er für Fähigkeiten? Das war nur einer meiner 100 Spezialtricks. Dagegen sind deine Monster keine kleine Fische, Weicheier. Ha! So kommst du mir nicht davon. Du wirst mit deinem Leben bezahlen. Komm her. Was? Bezahlen? Bezahlen kann man nur, wenn man etwas kauft. Du hast nichts, was ich kaufen könnte. Schuft, du hast mich lange genug beleidigt. Du wirst mir nicht entkommen. Was hat ihn denn so wild gemacht? Niemand auf der Welt kann mir das Wasser reichen. Bin ich nicht klasse? Der scheint etwas selbstverliebt zu sein. Stark, das ist mal sicher. Ja schon, aber... Das ist wahr, aber nicht so besonders clever. Stimmt. Huch, da scheint noch eine kleine Monsterdame übrig zu sein. Wo ist das Monster, das mein Königreich zerstören will? Eure Hoheit, da ist es. Oh, hallo. Wunderbar. Persus, trete zurück, ich knöpfe ihn mir vor. Boah, was für ein Hardcore-Typ. Schau, Persus, ich habe das Monster besiegt. Meine Hochachtung, eine wahrlich königliche Leistung. Keine Speicheleien. Als Prinz ist es meine Pflicht, mein Land zu verteidigen. Oh, deine Worte rühren mich zu Tränen. Hey, Deka? Okay, heißt er Deka? Etwas komisch. Hey, Deka, du bist es. Hast du das auch gesehen? Mein König, bringe dich nicht in Gefahr. Pappelapapp. Nur ich kann dieses Land beschützen, Deka. Sei stark wie ich. Ja, eure Hoheit. Gut, Persus. Ich gehe wieder hinein. Das war also Deka. Es ist ein aufregendes Land in jeder Beziehung. Das könnt ihr aber laut sagen. So, Leute. Jetzt, bevor wir schnell weitermachen, ich wurde ja hier quasi reingehauen in dieses Teil, habe ich eine Ankündigung zu machen. Und zwar ist mein letztes Let's Test nicht so gut gelaufen, wie es eigentlich laufen sollte. Es ist irgendwie stinklangweilig. Ja, ihr guckt mir eigentlich nur beim Angeln zu. Vielleicht hat es den einen oder anderen gefallen, aber ich fand es einfach doof. Es war irgendwie nicht so gut ausgewählt. Aber egal, denn wir werden viele neue Sachen machen. Erstens, ich werde eine Revue zu Guitar Rig 5 machen, ja. Das heißt, ich stelle da so meine Gitarrenkünste vor. Natürlich geht es um das Programm selbst Guitar Rig 5, ja. Was man da so machen kann, Spezialeffekte. Einfach mal kurz reindudeln und dann seht ihr mich mal auch den krassen Scheiß spielen, ja. So, das nächste Ei ist, haltet euch fest, Chrono Trigger, ja. Gab es irgendwie schon mal auf meinem Kanal, jetzt gibt es einen zweiten Teil. Was? Ja, natürlich, es ist kein offizieller zweiter Teil, denn es ist ein ROM-Hack.
Und der heißt, scheiße, wie hieß er nochmal? Irgendwie The Eternity of Fire oder sowas. Auf jeden Fall ist der Hack echt cool. Er ist gut gemacht, er sieht super aus und ich hab Bock drauf auf Chrono Trigger, hallo! Also werden wir den auch durchspielen. Und zwar ich, bevor ich Let's Player. Ich weiß nicht, soll ich es blind machen? Weil es ist auch alles auf Englisch und ich müsste mir die Story nochmal durchgehen lassen und so weiter. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, wenn ihr denn Chrono Trigger blind sehen wollt, also das Neue. Oder ob ich es erstmal durchspielen sollte, weil ich würde mich sofort ransetzen, da kenne ich nichts. Ja? So, außerdem, drittens, muss ich mich noch kurz entschuldigen. Ich war nämlich etwas erkältet. Ich habe mich nicht gut gefühlt. Hitze und so hat mir nicht gut getan, weil es war heute wieder viel zu heiß. Und jetzt fängt es auf einmal wieder an zu stürmen. Ja, wir leben in einem komischen Deutschland. So, auf jeden Fall, was wollte ich denn nochmal sagen? Genau, ich war krank. Und jetzt geht's mir wieder besser und deswegen kamen keine Videos. Außerdem möchte ich euch noch auf etwas hinweisen. Viertens. Nein, ich habe mir keine Liste gemacht. Und zwar sehe ich, dass leider kaum noch einer Grandia anguckt. Das stimmt mich echt traurig, weil das ist das Grandia-Let's Play hat noch vor Lufia angefangen. Also guckt da bitte noch mal rein. Vielleicht gefällt es euch ja. Also es hat eine sehr tolle Story. Es ist so ähnlich aufgebaut wie Lufia. Es ist sogar etwas moderner. Ja, es ist immerhin auf der PlayStation 1. Das Let's Play ist eigentlich echt gut geworden, auch wenn es unglaublich viel Text zu lesen gibt. Aber es wird immer mal wieder zwischendurch episch. Ich weiß, es gibt viele Kämpfe. Und hier gibt es halt viele Rätsel bei Lufia. Ja. Es gleicht sich halt so aus. Also das war nur mein kurzes Update. Ich wollte nicht noch ein extra Video machen. Ich wollte das einfach hier in dem Let's Play sagen. Also dann würde ich sagen, machen endlich mal weiter. Ich kann auch einen Button einfügen, mit dem ihr mein Gelaber überspringen könnt. Muss mal gucken, wie das funktioniert. So. Sprechen wir den Typ an, das ist Decker. Du siehst aus wie ein echter Krieger. Bist du vielleicht Maxim? Genau, der bin ich. Nun, ich hörte bereits von dir. Dein Ruf eilt dir voraus. Naja, die Leute. Ja, die reden halt, die Leute, ne? Nicht zu bescheiden, ich wollte dich und deine Leute immer schon mal kennenlernen. Warum das denn? Es gibt nur einen Grund, einen anderen Krieger zu treffen. Ein Duell! Nicht so schnell. Ich bin gerade nicht in der Stimmung für einen Kampf. Schade, es wurde gerade interessant, doch warum bist du denn hier? Kennst du einen Mann namens Gades? Nun, er soll ganz Gordovan in Schutt und Asche gelegt haben, kaum zu glauben. Aber leider wahr. Wie kann bloß ein Mann alleine eine ganze Stadt zerstören? Fast ein wenig furchterregend. Furcht? Quatsch. Ich brenne darauf, ihn zunahe zu legen. Ehrlich? Ach ja. Gades soll hier in der Gegend sein, sicher? Ja, und Idura soll auch in der Nähe sein. Meinst du, Gades hat ihn entsandt? Idura beherrscht die Monster. Gades muss dahinter stecken. So ganz nebenbei, willst du nicht deine netten Begleiter vorstellen? Oh klar, das ist Tia. Ich kenne sie seit meiner Jugend. Hi, schön dich kennenzulernen. Und das ist Selan. Sie ist eine tapfere Kriegerin und will uns im Kampf gegen Gades beistehen. Hi. Selan aus Pandoria? Du bist nicht nur eine tapfere Kriegerin, sondern auch besonders hübsch. Du bist ein Süßholzraspavi. Süßholzraspavi? Nun, ich kämpfe gewöhnlich mit dem Schwert, doch diese Dame ist besonders nette Worte wert. Ehrlich? Fühlt euch im Schloss wie zu Hause. Lasst uns später die Klingen kreuzen. Ziemlich direkt, der Junge. Er scheint die Tricks zu kennen, auf die Mädels immer wieder hereinfallen. Warum schauen wir uns das Schloss nicht von innen an? Okay, dann gucken wir uns das Schloss mal an. Das sieht ja richtig cool aus. Kann man richtig einkaufen, ist ja eine richtige Mall hier. Hier können wir pennen, gell? Ja, 30 Münzen, das ist eigentlich ganz okay, der Preis. Wir kriegen ja auch mehr Geld dazu mit der Zeit. So. Mit den ganzen Leuten will ich jetzt nicht reden. Ich kann ja mal kurz hier durchklicken, aber ich habe da jetzt keinen... Nicht wirklich die Lust dafür, endlich ein Job. Nicht die Lust dafür, die alle vorzulesen. So, Hallöchen, sagt mir bla bla bla. Okay, was haben wir? Einen Stab, oh mein Gott. Hey, der bringt 177 für Selan, oh mein Gott. Okay, was ist das? Ein Skimmi... Eisenschwert. Okay, Eisenschwert 230, aber es zieht mir auch sehr viel ab. Nee, es ist eigentlich gar nicht so viel. Aber was hat denn das für eine... 1,5 mal stärker als die normale Attacke, wirksam gegen wasserscheue Gegner und Feuerwesen. Wasserscheue und Feuerwesen. Eigentlich keine schlechte Waffe, aber auf jeden Fall
Moment mal, dieses Schwert. Ein gebogenes Schwert. Aber ich glaube, das haben wir doch für Geier ausgerüstet, oder? Nee, wir werden auf jeden Fall, auch wenn diese Waffe hier stärker ist, werden wir den Stab nehmen. Der passt nämlich zur Sehne. Ein geschmückter hat leider keine Spezialkraft, also keine Zornattacke. Wir werden ihn trotzdem der guten alten Seelan geben. Weil, gut, so. Hier brauchen wir noch was für die gute alte Tier, aber da nützt es das nichts. Die paar Punkte, die 6 Punkte, die brauchen wir nicht. So. Achso, Rüstung. Mann, bin ich blöd. Rüstung, Kettenhemd, boah. 199. Okay, ich guck mal einfach alles durch. 93, aber unser Angriff geht runter. Sturzhelm macht nichts. Steinschild, okay. Wir haben hier nur das Kettenhemd. Es hat leider keine Spezialfunktion. Das ist sehr schlecht. Hier gibt es einfach nur Standardzeug, aber wir nehmen es trotzdem. Genau, ich guck mal einfach hier durch. Nee, hier gibt es ja gar nichts für unsere Zauberinnen. Das ist ja echt schade. Warum gibt es da nichts für unsere Mädels? Wir müssen wohl woanders shoppen gehen. So. Wir haben noch ein paar, hier so jede Menge Treppen. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingehen soll. Ich gehe mal nach unten, die werden uns dann wahrscheinlich wieder wegschicken. So, der Schurke zerstörte Gordoban. Was ist bloß mit dieser Welt los? Ja, das frage ich mich auch. Hey, da ist ja unser Typi. Alter, geh mal ins Saufen. Los, trink mal. Prinz Rocco könnte mit ein wenig Training ein guter Kämpfer sein. Er hat das nötige Potenzial. Ja. Kann ich mir so vorstellen. Also das hier ist unser Typi. Den behalten wir mal im Auge. Gehen jetzt erstmal hier. Hä, was ist das da? Hier ist ja der Zauberladen. Hey, was bist denn du für ein Ritter? Ich kann recht gut mit dem Schwert umgehen. Kostprobe gefällig? Ja, klar. Komm her. Alter, kämpfen. Arschloch. Kommen, wir kommen. So, Waren. Hey, hier gibt es natürlich wieder Krafttrank und Heiltränke. Ich weiß gar nicht, was besser ist. Ein Heiltrank oder... Also das hier kostet 500. Wie viel haben wir davon eigentlich? Da haben wir nur einen. Oh, nee, 11 nehmen wir nicht mit. Ja, scheiße, wir haben nur 12.000 GM. Das ist natürlich schlecht. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Eisball, Feuerball, wofür brauche ich die? Was macht das? Ein Eishauch trifft deine Feinde. Wumme können wir überhaupt nicht mehr gebrauchen. Das ist eine super schlechte Attacke geworden, also dieses Item. Einen Moment mal, ich muss mal kurz hier was richten. Und zwar bin ich, glaube ich, die ganze Zeit zu leise, kann das sein? Nein, ich spreche doch direkt ins Mikro, oder? Jetzt müsste man mich wieder besser hören, oder? Oder gibt es da gar keinen Unterschied? Egal, ich werde es einfach später bearbeiten. Weil ich glaube, ich habe einfach hier in die Ecke von den Filter reingeredet. Ich hoffe, man hört meine Stimme so. Das wäre natürlich ganz schlecht, wenn nicht so. Das hier sollte ich mal wegtun, so. Wir gehen noch mal kurz hoch. Vielleicht quatschen wir erstmal mit den anderen Leuten. Oder? Was ist das? Kann ich für dich tun? Okay, was ist das? Ah, können wir speichern. Okay, dann speichern wir mal. Vielleicht hätte ich vorher auch noch trainieren sollen. Ah, wir sind ja voll am Sack. Ach nee, Moment mal. Sichern? Nö. Wir sind doch geheilt. Ach so, das war einfach der letzte Spielstand. Da waren wir halt ein bisschen erledigt. So, was ist hier? Hier geht's direkt drauf. Zu dem Palast. Hier ist auch nochmal eine Tür. Ach du Scheiße, das ist ja riesig, das Teil. Das ist eine Küche, oder? Da ist der Chef. Das ist heute aber wirklich sehr lecker. Aha. Willst du damit sagen, dass mein Essen sonst nicht schmeckt? Hollerö. Warum sagen die alle Hollerö? Das ist so dämlich. Da ist aber jemand empfindlich nun ja. Hollerö. Die Übersetzung, Alter. Allgemein die Übersetzung in solchen Spielen, die ist furchtbar, furchtbar, fui. Mag ich gar nicht. So. Hier geht's sogar weiter. Eure Hoheit. Idura ist in die Nordgrotte geflohen. Wunderbar, Persus. Pack meine Sachen. Ich werde Idura das Früchtchen lehren. Jawohl, mein König. Na, das ist ja auch unser Sonic the Hedgehog-Kumpel. Die Nordgrotte ist ein gefährlicher Ort. Es ist besser, wenn ich mich um Idura kümmere. Danke für das Angebot. Doch ein Teufelskerl wie Idura kann nur ich besiegen. Der ist wohl ein bisschen zu sehr vertraut in sich. Also der hat so ein bisschen zu viel Selbstvertrauen, was er eigentlich nicht haben sollte, ne? Aber eure Majestät! Keine Angst, gegen mich ist Idura nur ein kleiner Wurm. Ja, selbstverständlich.
okay, dieser Typ, der ihn da begleitet, dieser Persus, der ist wohl nicht so clever und schickt seinen Prinz in den Tod irgendwie. Eure Hoheit. Dicker, es tut mir leid, dich immer wieder um Hilfe zu bitten, aber könntest du dem Prinzen folgen? Keine Frage. Aber auf Dauer macht dieses Spiel keinen Spaß. Ich weiß, aber hab doch etwas Nachsicht mit Rocco. Sehr wohl, mein König. Ich mache mich sofort auf den Weg zur Nordgrotte. Ach ja, Decker, vielleicht könntest du Rocco helfen, ohne allzu viel, verstehst du? Ich habe verstanden. Seufz. Okay, dann fragen wir den König. Seit seiner Kindheit hat Prinz Rocco nur einen Wunsch, so stark zu sein wie Decker. Das wäre ja alles kein Problem, wenn er nur ein wirklich starker Prinz aus ihm geworden wäre. Okay. Also die sagen uns jetzt nicht irgendwie, wir sollen ihn hinterher, wir sollen ihn einfach aus eigenem Antrieb folgen, anscheinend. Dann werden wir das jetzt auch mal tun, wir sind aufgeladen, wir haben gespeichert. Wir sollten zu dieser Nordgrotte gehen. Und die befindet sich im Norden, oder? Neue Gegner. Okay, sehr interessant. Ich habe keine Ahnung, was die jetzt für Fähigkeiten haben, aber... Was stehen... Sandgolem? Sabablob. Okay, ich greife mal diesen Blob an. Und Sand besiegen wir natürlich mit Wasser. Wasser, haben wir überhaupt Wasserfähigkeiten? Tropfen halt. Ich greife mal nur zwei an. Für den besseren Effekt. Wir haben ja auch nochmal Tropfen. So, mal gucken, wie das dann funktioniert. Wie stark diese Sandtypis sind. Ja, so 90 Punkte ist eigentlich ganz okay. An diesen Gegnern können wir uns auch messen. Ob wir aufgelevelt sind, zum Beispiel, ja. Wenn wir das nur auf einen ansetzen, dann ist diese Attacke super effektiv. Ah ja, so 20 bis 30 Schaden, das ist noch im Normalwert. Wie viel habe ich diesen Blob jetzt eigentlich abgezogen? Auf jeden Fall könnte ich jetzt wieder mit Tropfen die beiden hier auslöschen, so. Und wir greifen mit Selan den Sabablob an. Stimmt, ich sollte jetzt immer die Namen von den Gegnern vorlesen. Das habe ich immer vergessen. Ja, tja, da sitzt Fumi Karos ein und da wird er natürlich gleich erledigt. Weil Fumi einfach mal der Beste ist und ich habe Fumi total vergessen. Also wirklich Schande über mein Haupt. Wenn ich jetzt so mal auf die Punkte gucke, Selan hat jetzt fast 40 Punkte eingesteckt. Also 30 sind abgezogen worden. Also 30, ne? Auf jeden Fall hat sie jetzt schon ordentlich eingesteckt, aber sie hat halt auch nicht so die größte Verteidigung. Das kann ich ja eigentlich mal... Das ist noch im... was mache ich hier überhaupt? Das kann man ja so im normalen Rahmen lassen. So, Kapsel. Wir gucken mal nach dem Futter und er braucht ein Eisenhemd. Oh mein Gott, habe ich jetzt viele, viele Sachen. Keine Ahnung, ich werde es mal kurz sortieren, so. Okay, wir haben noch eine Wunderfrucht. Ich glaube, die Wunderfrucht kann ich ihm gleich geben, oder? Auf jeden Fall geben wir ihm mal... Habe ich ein Eisen... Ne, wenn ich ein Eisenhemd hätte, würde es blinken, ne? Geben wir mal ein grüner Tee. Fui Wirk. Adlerstein. Gut. Okay, er will einen Stahlhelm. Haben wir auch nicht. Nimm jetzt einfach mal diese Steine... Diese Steinemarke eigentlich immer, oder? Damit könnte ich das doch hochballern, ne? So... Riesenturban? Nein, ich habe keinen Riesenturban. Nimm mal eine Narrenkappe. Fui Wirk. Was ist das da? Baskenmütze. Ich sollte das alles irgendwie vorher mal angucken, bevor ich ihnen das einfach so gebe. So Abwehrschild, Holzschild, Halsschild kannst du haben. Steinschild. Nee, er will das alles nicht annehmen. Das ist echt schade. Ich muss ihnen später mal dieses Futter geben. Auf jeden Fall gehen wir jetzt in die Nordgrotte. Und dann geht's auch gleich wieder los mit den Rätseln. Oh mein Gott. Da haben wir teilweise richtig harte Klopper gehabt. Kämpfen wir mal gegen diese Motte. Was ist das denn? Die sehen ja total komisch aus. Okay, ich würde, Ratzfratz? Heißt du nicht ein Pokémon? Ich hätte schwören können, dass ein Pokémon Ratzfratz heißt, oder? Naja, egal. Setzen wir irgendwie sowas hier ein. Glutball. Ich will das mal kurz sehen. Wie viel Schaden es anrichtet. So, du zauberst auch mal ein bisschen. So, und zwar am besten, keine Ahnung, Schock vielleicht. Auf drei Gegner verteilt ist es, boah, das ist cool. Das ist richtig cool. Vielleicht sollte ich es nur auf immer auf einen Gegner oder zwei machen, weil vier Gegner ist schon enorm. So, bitteschön, ihr kriegt auch noch einen Blitz, das ist cool. Oh, die machen schon eigentlich ganz gut Schaden, muss ich sagen. Bei Maxim natürlich nicht so, der ist halt der Stärkere. Aber guck mal, wie viel
LP jetzt, KP meine ich, Tia verloren hat, das ist natürlich, da sind wir schon wieder unterlevelt, glaube ich. Da wird der Bossgegner mal wieder spannend. Na, auf jeden Fall, wir werden ja wahrscheinlich hier auch nochmal aufsteigen. Auf jeden Fall werden wir die jetzt fertig machen. Ich würde sagen, ich nehme nochmal einen Glutball, dann müssen die besiegt sein. Und du, liebe Selan, du wirst uns mal hier mit der Stärke versorgen. So, bitteschön. Hier geht, glaube ich, flöten, oder? Ja. Und natürlich 100 Punkte. Abzug von seinem guten Schwert.